Nervosität an den Aktienmärkten. 1500 DAX-Punkte sind in nur 3 Wochen ausradiert. Und wenn wir uns jetzt mal in den gleichen Zeitraum vor 4 Jahren zurückversetzen, dann war das nicht so. Da war auch Spannung vor der amerikanischen Wahl als globalem vielbeachteten Ereignis, aber nicht so. Reicht also die US-Wahl und die aufgebaute Spannung für die Aktienmarktentwicklungen nicht aus? Besprechen wir mit Matthias Hüppe von der HSBC. Matthias Hüppe, wenn wir jetzt mal schauen, bei hohen Umsätzen ist der DAX abgerauscht, 200-Tage-Linie weg, 200-Monats-Linie weg. Die US-Wahl ist viel beachtet. Aber vor 4 Jahren war die natürlich auch viel beachtet, aber die Nervosität, sprich Volatilität, war eine andere. Parallelen, Unterschiede, welche gibt's? Ja, man hat vielleicht eine hohe gefühlte Nervosität bei dieser US-Wahl. Es ist natürlich auch eine mentale Sache. Donald Trump hat vielleicht nicht so viel Anhänger hierzulande, dass sich doch einige wünschen, dass sich da was in den USA ändert. Und mit seiner Politik hat er hier und da angeeckt. Das ist vielleicht wirklich etwas Subjektives an der Stelle, aber wenn man sich ein bisschen die Märkte anschaut, dann sieht man eigentlich, dass diese Nervosität hinsichtlich des Wahlausgangs, wenn man das dann auch mit vor 4 Jahren vergleicht, eigentlich gar nicht so gegeben ist, beziehungsweise auch vor 4 Jahren, das muss man mal sagen, war der Markt auch gar nicht so nervös. Also wenn wir jetzt, Sie haben es schon gesagt, das Fieberbarometer für den deutschen Aktienindex jetzt mal nehmen, das ist der VDAX, dann war das vor 4 Jahren zur Wahl und dann auch, und das muss man ja sagen, zur überraschenden oder für die meisten überraschenden Wahl von Donald Trump, da waren wir gar nicht so hoch. Da war der VDAX, und das ist hier ganz klein am Ende mal zu sehen, der ist dann mal hochgegangen auf 26, aber dann schnell wieder runter. Das war im November, wie gesagt, November 2016. Also da haben wir jetzt keinen großen Sprung gesehen. Als Erinnerung vielleicht diesen Strich da bis Richtung 40, das war dieser Flash-Crash, den wir dann an der Wall Street hatten, und dann natürlich diesen großen Ausreißer jetzt zum Schluss, das ist Corona. Und sicherlich ist jetzt aktuell in der Unsicherheit, wir liegen bei 41, also gute 15 Wohlerpunkte höher als zur US-Wahl, damals als Donald Trump dann bestätigt wurde oder gewählt wurde. Ein Großteil ist wirklich jetzt aktuell die Unsicherheit aufgrund von Corona. Also eine deutlich höhere Volatilität als vor 4 Jahren. Und Ihr Leiter der technischen Analyse schreibt und spricht davon, dass der DAX in einer angeschlagenen Verfassung ist. Welches Wahlszenario präferieren denn die Aktienmärkte insgesamt? Ja, das ist auch ganz überraschend, dass man sagen muss, an den Aktienmärkten gibt es gar nicht so jetzt mal die Unterscheidung. Wir wissen ja, was mit Donald Trump ist, wenn er wiedergewählt wird. Da wird natürlich das Thema sicherlich auch wieder sein, vielleicht Außenhandel mit China, auch Europa. Aber insgesamt ist er ja doch sehr wirtschaftsunterstützend unterwegs gewesen. Aber auch bei Joe Biden, man hat es ja jetzt auch bei den Demokraten gesehen, die mit dem Hilfspaket ja dann zwar nicht durchgekommen sind, aber auch da sieht man, dass dort weiterhin die Wirtschaft unterstützt werden soll. Vielleicht nicht mehr so stark dieser Kampf Richtung China, Richtung auch Europa. Aber alles im All muss man sagen, zumindest das Szenario, wenn man so ein bisschen bei den Analysten schaut, ob es jetzt Donald Trump wird oder Joe Biden, in beiden Fällen sagen die Analysten, es wird eigentlich gar nicht zu so vielen Schwankungen kommen. Wovor wirklich alle Angst haben, in Anführungszeichen, ist, wenn das Ganze dann auf gerichtlicher Ebene entschieden wird, wenn die Wahl nicht angenommen wird, wenn es da sozusagen dann vielleicht dazu kommt, dass am Ende der Court entscheiden muss. Das ist so ein bisschen die Gefahr, und das würde natürlich zu großer Verunsicherheit führen und dann entsprechend auch zu der Schwankung an den Märkten. Also das ist so dieses Szenario, wo sich eigentlich die meisten Angst vorhalten oder wo die Analysten sagen, das könnte wirklich dann gefährlich für die Märkte werden, wenn diese Entscheidung dann eben angefechtet wird oder eben auf juristischen Ebene stattfinden würde. Ja, nun hatten ja beide die Hoffnung geäußert, dass in der Wahlnacht oder am Wahltag ein Ergebnis vorliegt. Aber welcher Kandidat, Sie sprachen die Schwankungen vor 4 Jahren schon an, im Nachgang der Wahl, die gar nicht so enorm waren, trotz der Überraschung, welcher Kandidat könnte denn nach der Wahl zu höheren Schwankungen, zu mehr Volatilität führen, als es vielleicht vor 4 Jahren der Fall war? Ja, das ist schwer zu sagen. Also sicherlich ist es vielleicht wahrscheinlicher, könnte es Donald Trump sein, der mit seinen Tweets natürlich immer sehr schnelle Reaktionen hervorruft. Das hat man aber auch gesehen zu Beginn, nachdem er gewählt wurde, waren die Ausschläge da größer. Das nahm dann auch immer mehr ab, muss man an der Stelle sagen. Also das ist jetzt mehr Spekulation. Insgesamt haben sich ja beide hingestellt und sagen, die Wirtschaft ist natürlich das, was ich besonders stärken will. Das ist auch so ein bisschen the way in USA. Also von daher muss man sich hier nicht zu viele Sorgen machen, dass das jetzt wirklich hier der ein oder andere Kandidat für besondere Schwankungen sorgt. Wie gesagt, die größte Gefahr hinsichtlich Schwankungen ist wirklich
wenn es nicht zu einer Entscheidung in der Wahlnacht kommt, beziehungsweise wenn es da Anfechtungen gibt oder wenn es erst sich vielleicht Monate hinziehen würde mit der Auszählung der Briefwahl beispielsweise. 1000 DAX-Punkte, nein, 1500 sind in 3 Wochen ausradiert worden. Die Nervosität ist gestiegen. Wir sprachen darüber. Sind die Anleger da schon abgesichert? Oder fragen wir es mal anders: Wie viel Absicherung geht auf das Konto der Wahl und wie viel geht ja auch auf Corona, was man ja eigentlich dachte, wäre längst eingepreist? Ja, das muss man sagen. Also ich glaube, vor 1,5 Monaten war wirklich die Wahl noch das Thema. Jetzt muss man sagen, und das sieht man auch natürlich an den Schwankungen und was los ist, ist Corona wieder das Thema und natürlich entscheidend für die Schwankungen, die wir derzeit sehen. Die Wahl ist da gar nicht mal so entscheidend. Die Absicherungen wurden aber dann zum Teil halt auch schon in der Vergangenheit gemacht. Also da war so ein bisschen, ja, sichere ich mich ab zur Wahl. Wir haben jetzt sehr hohe Niveaus. Vielleicht kommt das Thema Corona doch noch mal wieder. Da muss man sagen, da haben auch einige Investoren dann bei geringeren Schwankungen, also geringerer Volatilität, halt günstiger dann ihre Absicherung kaufen können. Nichtsdestotrotz sehen wir derzeit doch eine stärkere Nachfrage, aber doch schon in der letzten Woche hinsichtlich Puts. Das muss man ja auch sagen. Der Markt hat das Ganze ja auch unterstützt mit den heftigen Korrekturen, die wir die letzten Tage gesehen haben. Und um mal so ein Gefühl zu geben, also ich sage es ja immer so schön, die Versicherungsprämie, wenn Sie sich jetzt aktuell absichern wollen, nur bis Ende des Jahres, ist die Versicherungsprämie quasi 5%. Wenn Sie es über DAX-Put-Optionsscheine machen wollen, bis Ende des Jahres müssen Sie circa 5% Ihres Depotvolumens zahlen als Prämie, nur um eine Absicherung bis zum Dezember zu machen gegen Kursverluste. Wenn man weitergehen würde, bis März sind es 7,5% und auf ein Jahr, dann sieht man, dann sind es 11%. Also man sieht, die kurzfristige Absicherung, die ist doch jetzt sehr teuer, aber das ist eher bedingt durch Corona als denn durch die US-Wahl. Nun haben wir ja gerade durch Corona seit dem Frühjahr auch viele Neuanleger, Neuaktionäre. Wenn Sie sagen, es kaufen viel mehr Leute inzwischen Put-Optionsscheine, sehen Sie da auch viele, gerade unter den Neulingen, dass auch viele Positionen wieder geschlossen werden und auch Marktteilnehmer wieder von der Börse verschwinden? Ja und nein. Man muss natürlich sagen, bei den Neulingen sehen wir sehr stark, dass dort Nachfrage in den Tech-Titeln ist, also die jüngere Generation. Und dort sind die Korrekturen ja bei weitem nicht so stark, beziehungsweise zum Teil immer noch Rekordhochs. Auf der anderen Seite stellt man aber auch fest, dass die Jüngeren oder die Neuen auch festgestellt haben, dass man eben nicht nur auf steigenden Märkte setzen muss, sondern auch eben auf fallende Kurse daran partizipieren kann. Und deswegen sehen wir auch in letzter Zeit wirklich Nachfrage nach Put-Optionsscheinen oder sogenannten Short-Knockout-Produkten, also Turbos, die beispielsweise dann profitieren, wenn die Kurse fallen. Also da merkt man auch, und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das Stimmungsbild, langfristig gibt es das Depot, was auf steigende Kurse setzt. Das hat man da, aber kurzfristig kann man dann doch auch Möglichkeiten nutzen, wenn man einfach, und da braucht man ja nur rechts und links so ein bisschen im Büro oder auf der Straße zu schauen, wie die Entwicklung da ist. Da haben sich viele jetzt gesagt, naja, das mit Corona, da werden härtere Maßnahmen sein. Ich denke, das wird schlecht für die Börse sein. Entsprechend versuche ich mal mit einem Produkt, was auf fallende Kurse setzt, auch davon zu profitieren. Und das ist natürlich jetzt in der letzten Woche besonders aufgegangen. Also am Aktienmarkt geblieben, aber abgesichert. Was wären denn die Alternativen zu Aktien, wo wir doch gerade sehen, der Euro verliert, die Ölmärkte sind katastrophal aufgestellt, Staatsanleihen verlieren überwiegend. Wo gibt es im Moment Alternativen? Was wird denn sonst so gesucht? Ja, die Alternative ist eigentlich, muss man sagen, fast nur Cash. Also man hat es ja auch gesehen, bei Gold oder ähnliches. Dieser Sicherungsmechanismus war jetzt in diesem Fall erstmal nicht da. Also wir sehen schon, dass die Cash-Positionen da zum Teil erhöht wurden. Insgesamt merkt man aber auch, das war vielleicht auch dieser V-förmigen Erholung, die wir nach dem ersten Lockdown hatten, die ja so schnell vonstatten ging, dass viele Marktteilnehmer auch sagen, auch wenn es jetzt zu einer Korrektur kommt, die Erholung wird wahrscheinlich schnell auch wieder folgen. Ich bleibe jetzt auch weiterhin investiert. Das ist, glaube ich, so ein Signal, was diese erste Erholung dann gezeigt hat, wo viele ja doch ein bisschen in Panik geraten sind und dann sehr tief verkauft haben, um dann zu sehen, dass die Kurse sich doch sehr schnell und überraschend schnell erholt haben. Viele wollen da so ein bisschen Lehre rausziehen und sagen, jetzt muss ich das nicht unbedingt wieder genauso machen, sondern jetzt kann ich erstmal meine Positionen halten. Das ist so ein bisschen das, was wir derzeit auch feststellen. Aber wie Sie schon sagten, es gibt in der Form jetzt keine wirklichen Alternativen in anderen Assetklassen. Zumindest zurzeit sieht man nicht, dass dort sie sich anders verhalten, als es jetzt beispielsweise die Aktienmärkte tun. Matthias Huppe, vielen Dank. Ja.
Ja, die US-Wahl steht vor der Tür und wir haben jetzt im Vergleich von vor 4 Jahren eine deutlich höhere Volatilität, sprich auch Nervosität. Das war vor 4 Jahren anders und da war der Wahlausgang wohl sehr überraschend. Aber Matthias Hüppe von der HSBC sagt, dass man nicht dringend mit sehr viel hoher Volatilität nach der Wahl in diesem Jahr rechnen muss. Nichtsdestotrotz, viele Anleger sichern sich ab. Kurzfristige Absicherungen sind demnach natürlich wieder deutlich teurer geworden. Die Alternativen zur Aktie sind ordentlich rar gesät, weil sowohl Staatsanleihen, Euro, Gold als auch viele Edelmetalle und vor allem die Ölpreise ins Rutschen gekommen sind. Und Matthias Hüppe sagt, er beobachtet auch, dass viele Marktteilnehmer jetzt dabei bleiben und sagen, es kommt vielleicht noch eine stärkere Korrektur. Aber wir haben ja gelernt, es kam dann auch wieder eine deutliche Aufwärtsbewegung.